Das ist so geil, der Move ist auch so geil. Einfach irgendwo runterjumpen ins Wasser und dann zack, voll den Körper. Ja komm, anderthalb Stunden nehme ich gerade schon auf. Hier fette Session schon wieder am Start. Weißt du Bescheid. Aber ich denke mal, ein, zwei Missionen gehen noch. Komm, weißt du was? Schließen wir das mal eben ab. Einfach so. Schließen wir das kurz mal ab mit der Gilde. Mit der Gilde, sag ich schon. Mit der Villa. Weil jetzt haben wir auf jeden Fall genug Geld. So. Kurz mal einen Schluck Orangensaft. Und jetzt werden wir mal die Villa eben komplett ausbauen. Oh, sorry, Kollege. Wir haben leider einen dritten. Kommt, Freunde, diese neuen Minen. Wo ist Mario eigentlich gerade? Wo ist der Typ? Wo ist der gute alte Onkel Mario? Buongiorno. Salute, Saezio. Sollen wir uns die Liste anschauen? In der Hoffnung, dass ich mich nicht verrechnet habe vorhin. Buon viaggio! Yay! Sehr schön. Nein. Ah, shit, Alter. Shit. Komm hoch. Ich glaube, eine Feder haben wir auf jeden Fall noch eingesammelt. Und direkt neues Cash da. Alles klar. So, das Geld nehmen wir direkt. Eine von 100 Fehlern gesammelt. Ja, Junge, Respekt, Alter. Respekt an mich selbst. So, was machen wir jetzt mit der Kohle? Was machen wir damit jetzt? Ah, ich könnte vielleicht... Ich könnte mir vielleicht einen neuen Beutel holen. Ja. Preise für edle Waren. Rüstungen wie für einen Kaiser. Nee, hier sind nur Rüstungen. Ein Vergnügen. Kommt wieder. Okay, hier bekommt ihr ausschließlich Meisterwerk. Ja. Tja. Na ja, komm, was soll's. Nun, wir bauen die Kohle so eigentlich eh nicht mehr. Nicht so wirklich, jedenfalls. Ich habe ein Elixier aus Blei und Granatapfel. Und es kommt ja eh immer nach Kohle nach. Schon bald fühlt ihr euch besser. So. Alles klar, dann zurück nach Venedig. Diebesgilde. Den Punkt auf jeden Fall auswählen. Jo. Ah, fuck, nein! Scheiße, nein, Mann! Scheiße, Alter, jetzt habe ich mich selbst angearscht. Fuck! Fuck, Alter.
Na klar, beklau den doch. Wache, helft mir! Ein Taschendieb! Es gibt keine Wachen hier. Scheiße, Mann. Ja, toll. Habe ich mich selbst angearscht hier. Komm, dafür, dass ich eure Stadt hier aufgebaut habe, oder die, ja, das Dorf hier, könnt ihr mir mal ein bisschen Geld geben hier. Bisschen fehlt noch hier, 21. Dankeschön. Dankeschön! So. Scheiße. Ich gar nicht dran gedacht, ey. Ist irgendwie die ganze Zeit so selbstverständlich, dass ich sowieso reisen kann, wie ich will. So. Alles klar. Zurück zu Diebesgilde. Ein, zwei Missionen mache ich noch. Und dann wird es mal Zeit für eine Pause. Ja, ja, ja. Was geht ab, Junge? Was geht ab? Gehen wir zu Ugo? Ugo? Komm, Ugo. Was willst du von uns denn? Meine Brüder zu retten war mehr als nur ein Akt der Nächstenliebe, Ezio. Sie werden in den nächsten Wochen eine wichtige Rolle spielen. Bittet sie nur um Hilfe und sie werden kommen. Und was mache ich mit einer Bande von Dieben? Setzt sie gegen eine Gruppe von Wachen ein und sie werden sie ablenken. Und mir den Weg freimachen. Ganz genau. Hilft mir, mein Schwert sauber zu halten. Gefällt mir. Genau. Ich verrate euch, wie ihr sie einsetzt. Antonios Plan erfordert eine kleine Täuschung. Wir müssen die Wachen imitieren. Das heißt, dass wir ihre Rüstungen tragen müssen. Und eine Bootsladung Rüstungen wurde gerade in Kisten verladen und wird bald zum Setter gebracht. Plündert diese Kisten und bringt ihren Inhalt. Ist das erledigt, müsst ihr mir noch ein Boot besorgen und hierher bringen. Damit werden wir unsere Männer unbemerkt in den Palazzo schleusen. So gut wie erledigt. Kleider machen, Leute. Die Kisten plündern, in denen die Rüstung für Emilius Wachen transportiert werden und dann ein Boot stellen und zu Ugo bringen. Uga Chaka, Uga Chaka. Aber ne, warte mal, das war ja der Guardians of the Galaxy Trailer. Mit der Mucke. Habe ich leider noch nicht gesehen, den Film. Will ich auf jeden Fall mir noch reinziehen. Denn, gerade dieses Jahr den zweiten Captain America Film, der war richtig geil. Ihr dürft nicht passieren. Leute, Alter, nein, sorry, sorry, sorry. Ach komm, leck mich am Arsch hier. Zack! Nummer 1. Nummer 2. Double Kill bitte. Ja. Also, fass ihn dort! Hä? Mach keinen Stress jetzt hier, okay? So. Verdammt, das ist eine What? 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 Was? 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 Warte mal. Um Himmels Willen. Wie schrecklich. Hat die einen Schnurrbart? Nee, okay. Alter, ich dachte, die hat einen Schnurrbart. Ohne Scheiß. Noch so ein Söldner, denke ich. So, der Move ist so geil einfach. Ach, Ezio, du. Geile Sau, du. Nein! Die Kiste bitte. Ezio like a boss. Aua, aua, aua. Milano!
Wieso habt ihr denn plötzlich alle so Angst? Verstehe ich gar nicht. Okay, das Boot stehlen. Zu viele sind bereits durch die Hand dieses entsetzlichen. Oh, Kollege. Hast du es gut überlegt? Ach, Ezio, Mann, Alter, du musst da unsere Coolness bewahren. Was ist los hier? Boah, schön, wunderschön. Das, Leute, das Spiel ist so alt schon, aber das sieht doch geil aus, oder? Immer noch. Ich meine, klar, jetzt die krassen Spiegelungen, den Mond siehst du jetzt nicht gespiegelt, aber die Atmosphäre, wie sie die erschaffen haben, alles. Ja, wie sich auch hier das Gebäude im Wasser widerspiegelt und hier das Mondscheinlicht. Das ist schon ein wenig romantisch, wa? So. Darf ich jetzt singen nochmal? Nein, ich lass es lieber. Na, 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 na. Nein, Spaß. Lassen wir das lieber. So. Ja, ich habe einen leichten Rechtsdrall hier, oder? Kann das sein? Ne, geht eigentlich. Sehr gut, Ezio. Das ist genau, was wir brauchen. Ich richte Antonio aus, dass ihr erfolgreich wart. Ja, ja, ja. Okay, auch Teammission haben wir direkt mal abgeschlossen. Warte mal. Ich würde sagen, gehen wir hier lang. Ja, da guckt er einfach nur, weil er einfach geflasht ist. Wo sind die denn jetzt? Ein zweiter noch? Alter, wie viele Diebe hier rumlatschen. Salute, Rosa. Ihr scheint euch gut zu erholen. Wie gefällt euch Venezia? Die Stadt hat Charme. Aber wie könnt ihr mit dem Gestank leben? Ekelhaft. Also? Was führt euch zu mir? Ich habe gehofft, ihr könntet mir bei etwas helfen. Und das wäre? Ich möchte so klettern lernen wie ihr. Oh. Va bene, das kann ich tun. Nun, ich nicht, aber Franco kann. Franco, beweg deinen Hintern! Zeig Ezio, wie man die Spitze des Gerüsts erreicht. Beginnt in einer hängenden Position. Dann springt zur Kante über euch. Erreicht ihr sie, greift mit der Hand danach und zieht euch hoch. So, gesehen, wie es geht? Ich glaube ja. Das werden wir ja sehen. Versucht es selbst. Affen machen alles nach. Die Technikklettersprung. Die Technikklettersprung. Heißt es nicht den Technikklettersprung von Rosa lernen? Ja, also hatte ich doch recht an dem einen Turm. Springt, Ezio! Greift im Wir bauen diesen Sprung. So, wie war ich? Es gibt bessere. Ah, ihr trefft mich mit euren harten Worten. Na gut, Angeber. Stellen wir euer Können auf die Probe. Ich bin ganz Ohr.
Trefft mich vor der Frari-Kirche! Okay. Leute, ich würde sagen, hier ist ein ganz guter Moment, einen Cut zu setzen mal. Ja, genau, passt ganz gut. Ich hoffe, ihr habt immer noch ein bisschen Spaß beim Let's Play. Lasst es mich gerne wissen, ja. Ich habe in dieser Aufnahmesession zum Beispiel nach eurer Lieblingsstadt gefragt. Genau, das könnt ihr mir mal gerne reinschreiben. Und allgemein, Feedback ist immer sehr gerne gesehen. Ja, Kommentare, Bewertungen. Unterstützt es gerne weiterhin, das Projekt. Danke dafür schon mal. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.